Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Heute machen wir was Cooles, machen wir heute einen Bauernsteak. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Das sieht im ersten Moment nach fürchterlich vielen Zutaten aus. Ich sage euch gleich, das täuscht. Wir haben als allererstes haben wir hier mal 4 Kartoffeln. Die haben wir so zu kleinen Würfeln geschnitten. Die sind schon vorgekocht. Ja, vorgekocht natürlich. Dann habe ich hier Bacon, der ist aber roh. Und das sind so ungefähr 50 bis 60 Gramm. Da habe ich 2 Frühlingszwiebeln klein geschnitten. Hier vorne brauchen wir davon, das ist Schweinenacken, da brauchen wir ungefähr 1 Kilo von. 4 Eier, ein bisschen Salz. Dann habe ich hier mein Thüringer Rostbretel Oldschool Grilleiwürz für das Fleisch. Und hier habe ich ein bisschen Bratkartoffelgewürz für die Bratkartoffeln. Dann ein wenig Erdnussöl, 2 Löffel. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Also allererst ein bisschen von dem Erdnussöl über unsere Kartoffeln rüber. Zack. Darauf kommt ein bisschen was von dem Bratkartoffelgewürz. Zack, 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 zack. Ungefähr so. Und dann mischen wir das hier immer ganz kurz durch, dass sich das also ein bisschen aneinander verteilt, ohne die Kartoffeln kaputt zu machen. Und dann sind die im Prinzip schon mal vorbereitet. Und dann bereiten wir unser Schweinefleisch vor, und zwar nehme ich den Schweinenacken und schneide den bis kurz vor unten ein, ja, ungefähr so, und direkt daneben bis ganz runter. Und hier noch ein bisschen Schnitt gegengehalten, flach gedrückt, und dann mit so einem Schmetterlingsschnitt ein relativ großes Steak. Hier siehst du schon mal sehr schön innen grau, außen rot. Woran liegt das? Sauerstoffmangel. Ja, könnte man direkt sagen. Ist aber tatsächlich, ist ein Stück Schweinefleisch aus der Packung. Und da wurde das mit Stickstoff begast. Und der Stickstoff da drin hat dafür gesorgt, dass außen der Rand so ein bisschen rot aussieht. Denselben Effekt hat man meistens auch bei Sauerstoff, wenn es mit Sauerstoff begast ist. Dann sieht es immer sehr schön in der Packung aus. Allerdings, naja, die Bakterien freuen sich drüber. Ja, so sieht es halt aus. Und dann machen wir dasselbe nochmal mit dem nächsten Stück. Also bis fast nach unten durchschneiden. Zack. Und beim nächsten bis nach unten. Und da haben wir jetzt wunderschöne Steaks liegen, die wir jetzt würzen werden. So, gehen wir ein bisschen was von unserem Oldschool Griller Gewürz drüber. Von der anderen Seite hoch. Und dann wenden wir die so ein bisschen hin und her, dass von allen Seiten ordentlich Gewürz rankommt. Und ein bisschen kann hier was noch ruf. So, und dann lassen wir diese 5-6 Minuten liegen, dass es so ein bisschen anziehen kann. Das reicht meistens schon aus. Und immer bevor man eine Feuerplatte loslegt, geht es darum, dass man die immer kurz einfettet. Das war dem Bereich, wo man noch arbeitet. Und auf den gefetteten Bereich legen wir gleich unsere Steaks. Daneben tun wir hier unseren Bacon. Hier vorne unsere Frühlingszwiebeln. Und grillen die beiden schon mal so ein bisschen an. Die Steaks grillen wir jetzt von jeder Seite so 4-5 Minuten, dann sollten die schon auf einem sehr guten Weg sein. Wenn der Bacon und die Frühlingszwiebeln so ein bisschen Energie gezogen haben, dann kommen schon unsere Kartoffeln dazu. Und dann können die schön miteinander vor sich hin grillen. Und bitte ruhig durchmischen, so ein bisschen immer. Herrlich, riecht schon sensationell. Als nächstes setzen wir unsere Spiegeleier auf. Ich hoffe, das gelingt. Gefällt mir. Wenn ein Stück Schale dabei ist, einfach rausfischen und weg damit. Die Spiegeleier ein bisschen Salz drüber tun. Oh, genau so. Dann drehen wir gleich unser Fleisch immer um. Die Kartoffeln sind hier noch immer fertig zum Wenden. Und unsere Eier, die ziehen wir gleich ganz hoch an den Rand. Weil hier unten ist es natürlich sehr, sehr heiß. Und hier oben stehen die überhaupt nicht aus. Und da siehst du schon, wie schön sich das macht, mit so Spachtel zu arbeiten. Und alt, was hier so ein halb verbrannte Stückchen sind, einfach zack ins Feuer, muss ich nicht groß mit beschäftigen. Weg damit.
Ich muss sagen, das macht natürlich sensationell Spaß, hier so eine Feuerplatte voll zu haben mit verschiedenen Dingen, also jetzt Kartoffeln, Fleisch und Eier. Und da sieht man mal, ja, da liegen halt die Stärken von so einem Gerät. Und Spaß macht es ohne Ende. So, und gehen wir nochmal. Immer wenn sich hier so Dreck sammelt, den gleich abspachteln und hier wieder drin. Die Bratkartoffeln und die Eier sind im Prinzip fertig. Deshalb können wir die auch schon an den obersten Rand ziehen, weil hier oben nicht mehr so viel Hitze ist. Die werden praktisch nur noch, naja, ein bisschen mehr als warm gehalten. Wohingegen wir natürlich jetzt die Hitzeverteilung von der Platte nutzen, die in der Mitte heißer ist als außen, und hier unsere Steaks einfach noch mal ein bisschen ziehen lassen. Dann können wir unsere Steaks zusammenbauen. Nämlich als allererstes kommt hier oben drauf die Kartoffel. Herrlich, oder? Schon die Farben machen Spaß, finde ich. Dann rücken wir sie ein bisschen fest und dann zack, kommen jeweils zwei Eier oben rüber. Mega. Und fertig ist es. Nehmen wir unsere beiden Spachtel, gehen mal runter und zack, dann können wir so auf den Teller bzw. bei mir aufs Brett setzen. Mit einmal durchs Ei gehedelt durch, das muss einfach sein. Zack hier. Oh, mega. Dass das so rausläuft, herrlich. Kartoffeln noch dazu und ach komm, den Rest mit auf das. Na, ein Stückchen Fleisch. Ein bisschen pusten und rinn in die hohle Birne. Mega. Bratkartoffeln. Schweinesteak, kräftig gewürzt, ein Ei drüber mit dem, na, Eigelb, das richtig breit läuft, sensationell. Und manchmal sagt man ja immer, daraus macht man was mit einer Beilage dazu, wie so ein volles Menü, und ich sage, warum? So eine Nummer, da ist ja die Beilage schon drin, hammermäßig. Und ich kann euch bloß raten, wenn ihr ein paar Nackensteaks in der Nähe habt, Kartoffeln, Eier, dann schmeißt eure Feuerplatten an oder eure Planchas oder eure Gussplatten, die ihr auf dem Grill habt. Oder ich habe schon Leute gesehen, die haben so was Ähnliches genauso in der Pfanne gemacht. Nein. Ja, doch. Aber dazu stifte ich euch niemals an. Das bin ja ein Grillkanal nach wie vor. Und ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Mega, ey. Die Kartoffel, nur die Kartoffel mit dem Ei. Geil.